Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance von natürlich mal wieder und wir haben eine neue Folge vom Black Table, denn die Winterpause, sie geht noch ein bisschen, aber es ist, sagen wir mal so, Licht am Ende des Tunnels und da haben wir uns natürlich gedacht, ist das doch ein passender Anlass, dass wir uns wieder mal zusammensetzen und eben über die aktuellen Themen bei unserem SK-Sturm mal reden. Also zum einen ist wieder der Gregor mit von der Partie, den kennt man ja mittlerweile aus den vorigen Black Table Folgen, dann Michi Huckmann von den Blackjacks seines Zeichens und den Stefan, unter anderem Begründer oder Gründer der Nordkurve App, also da kannst du uns vielleicht später auch ein paar Sachen dazu erzählen, was eben da mit der Nordkurve-App es sich auf sich hat. Warum erzähle ich euch das? Weil natürlich auch der letzte in der Nordkurve-App da vertreten ist. Da muss man ein bisschen Werbung machen. Aber kommen wir auf jeden Fall zum Sportlichen. Erstmal danke an alle, die da sind. Und ich würde sagen, das erste Thema ist mal die abgeschlossene Herbstsaison. Dass wir die nochmal kurz durchgehen. Wir haben ja im Grunde schon im letzten Black Table ein bisschen drüber gesprochen. Aber jetzt ist die Frage, Sturm steht auf Platz 6 und vielleicht an dich, Gregor, vielleicht mal die erste Frage. Ist das Ganze halbwegs zufriedenstellend, auch natürlich mit der Tendenz, die ein bisschen positiver in den letzten Runden war, mit eben dem Trainerwechsel von Vogel auf Mählich, da ist es ja deutlich besser gelaufen, gerade was die Defensive betrifft und auch die Punkte. Würdest du sagen, okay, die Hinrunde ist zwar tabellarisch nicht das, was man sich vorgestellt hat, aber man ist auf jeden Fall unter den Top 6. Und die Tendenz geht nach oben. Also, was ist so dein Resümee zur Hinrunde von unserem Blackies? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, der Anfang der Saison, das war eigentlich mehr Stolpern als sonst irgendwas. Es war extrem schwierig. Man hat schon gemerkt, dass das Gefüge eben durch diese ja, turbulente Transferzeit im Sommer sehr auseinandergerissen worden ist. Es hat wirklich lang gedauert, bis sie eben die neue Mannschaft halt eingespielt hat. Das hat man zum Beispiel auch erste Runde gegen Hartberg gesehen, was wir mit Aachenkrach 3-2 gewonnen haben. Und ja, ich meine, es ist dann schon etwas besser, aber nicht wirklich viel besser geworden. Und dann eben so gegen Ende der Vogel-Ära hat es dann langsam angefangen besser zu werden, hat es dann angefangen besser zum Laufen, aber erst unter Mählich, das war so quasi der Dosenöffner. Du hast das Ganze dann wirklich. Man muss ja sagen, die letzten Partien unter Vogel waren jetzt ja nicht extrem schlecht oder was. Die waren spielerisch ja eigentlich gut, aber das Ergebnis hat halt, also das Tor hat nicht folgen, beziehungsweise der Sieg konnte halt nicht rausgehen. Er hat ja gesagt, zu Hause bei diesem Heimdoppel gegen St. Pölten, gegen Innsbruck und St. Pölten, wie er 6 Punkte haben und damit hat er sich quasi eigentlich selber ins Ausgeschossen, weil eben. Das nicht funktioniert. Innsbruck mit Pech nur 1-1 und St. Pölten dank einer scheißlichen Schiri-Leistung 0-0. Muss man sagen, also Schiri heiß hat da einen furchtbaren Tag erwischt. Also das war eine Katastrophe. Jetzt ist auf jeden Fall Vogel Geschichte. Mählich ist ja jetzt der neue Trainer bei Sturm. Auch vielleicht nicht von jedem gleich der Wunschtrainer gewesen, aber die Ergebnisse, die positiven, haben sich eingestellt. Bis jetzt unter Mählich noch immer kein Gegentor. Und auch ungeschlagen, logischerweise danach. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man sich als Sturmfan jetzt auch ein bisschen aufs Frühjahr langsam freuen? Also wirklich, dass man sagt, vielleicht wird es einmal kein Fehlstand wie gefühlt in den letzten 10 Jahren. Die Frage geht übrigens an euch beide auch. Ruhig. Ja, ich sage jetzt einmal so, ich meine, wenn man jetzt die ganze Saison einmal daher nimmt, ist leider das Problem gewesen, dass wir eigentlich immer so hoch und tief gehabt haben in jeglichen Spielen. Also auf der anderen Seite war es einmal ein wirklich super Spiel, wo wir uns gedacht haben, okay, jetzt ist der Umschwung da, jetzt passiert es, jetzt kommt es. Und im nächsten Spiel hat man wieder gesehen, die Tendenz ist wieder ganz runtergegangen bis zum Anfang. Früher Start Mattersburg finde ich persönlich vielleicht ist nicht einmal so schlecht, weil wir die letzten Jahre eigentlich immer nur meistens eingeschaut haben, dadurch können sich die Jungs eigentlich beweisen und sagen, okay, wir sind anders, wir wollen das. Dann hat er letztes Jahr gegen Mattersburg gespielt, erste Runde im Frühjahr und hat dort ja 0-1 verloren. Ne? Richtig, also so ist es, ja. Mit der Ambition, man will alles, man will Meister werden. Also das hat man halt jetzt da nicht. Jetzt muss man die Ambition haben, okay, wir müssen auf einmal, wir müssen anbleiben in diesem oberen Playoff. Aber ja, ich sage, es wird kein leichtes Unterfangen werden, also auf keine Art und Weise, weil
es sind gute Mannschaften dabei. WRC Hartberg haben sie wahnsinnig gesteigert, also von dem mächtig überrascht. St. Pölten bin ich nach dem Trainerwechsel, muss ich ehrlich gestehen, nicht mehr, finde ich nicht mehr so stark, wie es waren. Also ich glaube, dass die auch Kandidat sind, die was genauso unten noch mitspielen werden. Die werden nicht da oben bleiben. Also ich glaube da, dass wir sowieso bei den kleineren Vereinen eine Schwächephase auch kommen können. Also zum Beispiel Hartberg wäre für mich persönlich eher so ein Thema, weil Lubitsch haben wir uns ja zurückgeholt von den Hartbergern. Aber sie haben ja auch für sich da Werden anders von Salzburg ausgeliehen gehabt haben. Das wollte man natürlich der Name gerade rein, auf jeden Fall Leihgabe von Salzburg, was ja auch so der dreher Angelpunkt im Spiel und dann bei den Hartbergern ist, das, was ich mitbekommen habe, auch wieder zurückgeholt worden. Also bei Hartberg kann ja sein, dass da ein bisschen so die zentrale Achse wegbricht. Ne? Und St. Pölten eben mit Popovic als neuen Trainer läuft ja auch bis jetzt noch nicht so wahnsinnig. Darf das in Hartberg, sage ich jetzt einmal, nicht so klein drehen, weil die haben jetzt mit dem Stürmer was geholt haben, also TSG Hoffenheim zum Beispiel. Ja genau, den haben sie jetzt auch. Ja. Wahnsinnig gute Verstärkung gemacht. Dann haben sie einen Brasilianer, glaube ich, oder was das da ist, dann haben sie, glaube ich, auch geholt. Ja, sowieso. Und von St. Gallen hat schon einiges Handkommen. Genau. Das ist der nächste. Also ich glaube, dass die Hartberger ernsthafter Konkurrent werden um den Platz. WRC schätze ich genauso weit. Die haben eine wahnsinnig gute Saison gespielt und die halten Trainer für einen sehr, sehr guten Trainer, den ich persönlich auch gern bei uns gesehen hätte. Dazu haben sie mit Lindl beispielsweise einen guten Individualisten und natürlich Schmerböck von uns auch im Sommer, der ja auch gut eingeschlagen hat beim WRC unter anderem. Also ich würde sowieso auch sagen, von den Außenseiter-Teams ist für mich persönlich Wolfsburg da, also abgesehen von Lask, wobei Lask nicht als Außenseiter nicht viel mehr her, weil die sind relativ gestanden dabei, zumindest auf Platz 2. Also ich glaube persönlich auch, dass der zweite Platz vielleicht doch ein bisschen außer Reichweite sein könnte. Schauen wir mal, was das Frühjahr bringt auf jeden Fall. Aber ja, ich persönlich sehe da eher WRC ein bisschen weiter vorne, bei St. Pölten Hartberg muss man abwarten. Stefan, was würdest du so sagen generell zum Herbst und eben auch so in Richtung oberes Playoff, was da noch möglich ist bei uns? Ja, Herbst war verhalten, ja, bis zu einem gewissen Grad. Wie gesagt, oft hat das Glück gefehlt, muss man dazu sagen. Ja, so manchmal hätte es vielleicht auch anders ausgehen können. Aber ich glaube, wie gesagt, wo schaut der Bauer hin da vorne? Ja, ich glaube auch, dass wir bei Null starten müssen und einfach schauen, was jetzt das Frühjahr bringt. Ich bin halt der Meinung, man darf so gar nicht so ein bisschen auf die anderen schauen, sondern wie schwach werden die anderen werden. Ja. Sie müssen uns die Punkte selber holen. Ja. Und ich glaube schon, dass wir extrem schwierige Spiele haben. Ja. Lask und Co. sind jetzt alle nicht so, wo man sagt, das ist alles auf Mathe Wiesn. Also ich glaube, dass die Spiele, was wir noch haben, bis vielleicht auf Mattersburg, aber wie du richtig gesagt hast, haben wir letztes Jahr verloren, gar nicht so einfach sein. Ja. Also ich glaube, es liegt an uns, einmal, dass wir die Punkte holen und dann schauen, was oben passiert. Gell. Und ja, und wir alle, glaube ich, hoffen mal, dass wir mal unter die ersten sechs kommen. Und alles andere ist dann durch die Punkteteilung, glaube ich, fangst dann eh wieder nochmal neu an. Ja, ich meine, unser Programm ist, weil ich es richtig im Kopf habe, auswärts Mattersburg, die erste Runde. Dann haben wir daheim den Lars. Dann ist, glaube ich, Salzburg auswärts. Und dann ist zu Hause die Austria übrigens alle Partien, stand jetzt am Sonntag, gell, ja, was ich mitbekommen habe. Ja, also das wird schon mal richtungsweisend sein. Das wird schon mal wirklich extrem richtungsweisend sein, weil eben die vier Spiele sind gegen die Konkurrenten. Und das Positive dabei ist, wenn wir wirklich ins Masterplayoff kommen sollten, also am Sonntag, das ist schon mal eine Eingewöhnungsphase, dass wir halt immer am Sonntag dann spielen. Ja klar, ne, da kann man sich auf das zumindest einstellen, wobei ich auch sage, ich glaube auch, die Mannschaft jetzt hat ein bisschen eine andere Chance im Frühjahr, wie jetzt speziell eben unter Vogel. Also man merkt einfach schon, unter Welch ist das Konzept natürlich ein anderes. Also die Spielweise hat sich ein bisschen eher Richtung Defensive mehr orientiert. Also defensive Stabilität, wobei man schon gesehen hat, gegen WRC oder Admira, man kann schon Tore trotzdem schießen fahren. Also was mir persönlich sehr positiv stimmt. Vielleicht können wir dann einmal in puncto Transfers ein bisschen uns anschauen, was ich getan habe. Das hat ja eigentlich Stand jetzt, wenn man so will, drei Abgänge, drei Neuzugänge. Lubic zählt jetzt einfach mal als Neuzugang dazu, obwohl er uns gekehrt hat. War ja ein Hartberg ausgeliehen, auf jeden Fall haben wir abgegeben, Ferreira, wieder zurück nach Portugal. Ist, glaube ich, jetzt für alle nicht die ganz große Überraschung. Das hat eigentlich jetzt von Anfang bis Ende Graz bis jetzt zumindest noch nicht funktioniert. Mal schauen, ob wir ihn wieder bei uns sehen. Dann Piras, für mich eher ein bisschen überraschend gewesen, dass man ihn nach Klafnitz direkt abgegeben hat, also keine Leihe, sondern ist ja fix weg. Da ist man anscheinend nicht von der Qualität überzeugt. Oder vielleicht auch aus anderen sportlichen Gründen. Muss ich mal okay. Piras ist, bevor wir Räuber verkauft worden. Wir haben bis nächstes Jahr ein eigenes Rückkaufsrecht für ihn. Okay, also Rückkaufsrecht, ich habe es gehört aus Gerücht, aber das, ja, also das, wir haben ein Rückkaufsrecht, okay. Ja. Okay, dann wird der Kreiswort das Jahr aber gesagt. Das Gleiche haben wir mit dem Fabian Schobert auch gehabt.
Oder haben wir mit den anderen, weil das ist ja nur pro forma immer gewesen, dass wir verkauft haben. Okay, aber mit Rückkaufsrecht gut, da kann eigentlich da nicht viel schief gehen. Oder ein Kreisland eben, und davon geredet, nicht, dass man ihn wieder zurückholen könnte, wenn er sich dort gut entwickelt, aber selbst das mit Rückkaufrecht nicht groß. Sehr gut, ne? Deswegen haben wir unseren Michi da mit von der Partie. Ne? Dann haben wir Lubitsch eben wieder zurückgeholt. Bei Hartberg hat er sich ja sehr gut entwickelt, war letztes Jahr schon bei Wiener Neustadt stark in der zweiten Liga. Aber ist an und für sich jetzt da eben wieder zurück bei Sturm. Jetzt hat sie natürlich auch durch den Wechsel von Schul im Mittelfeld wieder einen Platz aufgemacht. Und von Lubitsch muss man dazu sagen, dass er ein anderer Spielertyp ist. Also das ist, glaube ich, eher mehr, man sieht da die Statur natürlich, ziemlich ein großer Brocken, ja, was ich gerade bei den Testspielen gesehen habe. Ne? Obwohl ich jetzt nicht ganz genau weiß, was für Körpergröße das hat, aber ich glaube so unter 1,85 ist der auf keinen Fall, wenn man sogar größer. Und da ist natürlich die Frage, ob er ins Konzept von Mehlich dann auch ein bisschen besser einpassen wird und dann wirklich neue Spielmacher, eventuell auch unter Kitai spielen sein könnte, weil das wird ja so ein bisschen gemutmaßt. Es war ja eigentlich so, der Günther Kreisler hat er vor ein paar Tagen in diesem Livestream, in diesem Question Answer auch gesagt, dass eben der Otto Kitaj-Spiel so eine Art Vorgriff war auf einen eventuellen Schulabgang und dass eben der Lubitsch und der Otto Kitaj-Spiel eben diesen Schulabgang quasi auffangen sollen. So im Verbund quasi, ne? Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, du hast mit einem Kitaj-Spiel hast du einen Goldgriff hingekriegt, also das war wirklich der Kleine, ist echt jeden Cent wert gewesen bis dato. Und ich schätze mal, dass der jetzt quasi aus dem Schatten von Jules noch viel weiter heraustreten wird. Und eben wie gesagt, als Defensivverbund, eben jetzt hat man mit Ivan Lubic eine weitere Option. Wie jetzt so eher der Spielertyp jetzt explizit ist, kann man nicht sagen, weil auch der Günter Kreisel auch gesagt hat in diesem Question Answer, dass eben der Peter Jules ein extrem eigener, extrem seltener Spielertyp ist, der was Spiele gestaltet, Ideen kriegt, was sogar. Oder das Spiel einmal entscheiden kann, halt auch, was der relativ selten ist. Richtig, wie du da mal gesehen hast, Debüt für Anderlecht, er kam zur Pause, zack, Assist zum 1:1 Ausgleich und die belgischen Medien haben auch gleich getitelt, der Retter von Anderlecht. Mhm. Also er ist quasi im ersten Spiel gleich voll eingeschlagen und macht eigentlich dort weiter, wo er bei uns aufgesagt hat. Aber eben zum Thema Schul noch ganz kurz, was sagt ihr eigentlich zur Ablöse? Man soll ja, also soll, ich meine, vielleicht hast du da genauere Infos, man soll ja zwischen 3 und 4 Millionen Ablöse kriegen, mit dem Schulfilter. Ne? Also Transfer hat ja zuerst eingestimmt 4 Millionen, ja, mittlerweile sind wir auf 2,5. Nein, es sind 3 Millionen. Ja, aber angeblich kriegen sie für Weiterverkauf oder sie was, kriegen, was habe ich auch schon gehört. Sie kriegen dann mit Weiterverkauf, also mit weiteren Spielen, was ich gehört habe. Sollte sich das noch erhöhen, dann quasi das wahrscheinlich auf die Ebene kommen. Es sollte angeblich ein Rekordtransfer werden, wenn es gut geht. Und das beinhaltet in dem Fall das, zum Beispiel bei einer gewissen Spielzeit, beziehungsweise bei einem gewissen Spiel, was er absolviert hat, ein gewisser Betrag an uns weiterzahlt wird. Also quasi ab Einsatz XY kriegen wir nochmal 500 Millionen für ihn. Genau, also so ist es. Wie kann man sagen, wie so eine Kaufpflicht, die was ab Einsatz 20 von mir das jetzt Hausnummer greift. Genau so ist es. Und ich glaube, Weiterverkaufsbeteiligung haben wir glaube ich auch. Ja, ich meine ihn persönlich. Er war ein sehr verdienter Spieler für uns im letzten Jahr. In dem Jahr muss ich ehrlich gestehen, hat er dich schon ein bisschen anzipft. Ja. Ja, also ich meine, ich bin normal nicht so, dass ich ihn wirklich so in der Art und Weise kritisiere für einen, der was Nationalteam gespielt hat und so weiter. Aber wenn ich mir die Spiele angeschaut habe, Eigensinnigkeit, zu viel Ballverlieb gewesen, Abspielfehler, überhaupt kein Outfit für die Mitspieler und so weiter, das hat sich durchgehend gezogen. Das war unter Vogel gleich, das war unter Mählich gleich. Unter Mählich ist es ein bisschen besser geworden, weil er ein bisschen Freiheiten da wieder gehabt hat. Aber jetzt auch nicht so, dass du sagen kannst, das ist der Schuld gewesen, den wir letztes Jahr gehabt haben. Weil wenn er vom Tor gestanden ist, die Wuchtel 5 Meter über die Hippen geschossen, 3 Meter vorbei, die Freistöße, ja gut, die waren nicht so schlecht, was er geschossen hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich gestehen, tut mir der Abgang jetzt wirklich nicht weh. Also nicht in dem Ausmaß. Nein, also ich sage zum Beispiel beim Schulhaus, wo ich auch so, natürlich
also vom fußballerischen Talent war es, glaube ich, mit Abstand der beste Kicker, den wir im Kader gehabt haben. Das ist klar. Aber wie du sagst, gewisse Eigensinnigkeit auf dem Platz. Er war natürlich nichtsdestotrotz unser bester Scorer, aber man muss halt auch so, mir zum Beispiel wirklich ansieht, diese ewigen Spekulationen, wo er hinwechselt. Das ist schon von der letzten Saison, ist es schon losgegangen und das hat sich auch durch den Sommer gezogen und im Grunde, sobald irgendwo Transferfenster gleich mal aufmacht, haben sie ihn schon wieder gefragt, ne, wie schauen wir aus mit Wechseln, dann hat es schon wieder geheißen, ne, ja, Italien, Spanien, England, was auch immer. Ne. Und da muss ich sagen, allein deswegen bin ich jetzt mal froh, natürlich sportlich schon ein Verlust, aber ja, das war mir irgendwo zu viel, okay, ich will dorthin, jetzt nicht, dass ich den Peter Schuller verunglimpfen will, aber du hast gemerkt, er war im Grunde einfach nur aufs nächste Angebot. Und irgendwo sage ich, als Fan natürlich, ne, und ich glaube, als Fan steht dir das auch zu, zipft es dich dann einfach an, wenn es da und du hörst, wo will der Spieler hin, ne, ist es so schlimm bei Sturm oder was? Natürlich ist es nicht die große Weltliga, natürlich sind wir nicht der größte Club, ne, aber ich sage einmal, ich glaube, keiner braucht sich beschweren, wenn er bei Sturm ist. Ne? Also man verdient damit jetzt natürlich im Verhältnis sehr wenig Geld, aber im Vergleich zum normalen Arbeiter verdienst du trotzdem genug, dass du, sagen wir mal, ganz gut leben kannst, nehme ich mal an. Ne? Also in dem Aspekt, glaube ich, vielleicht für die Ruhe innerhalb der Mannschaft, ne, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und jetzt muss man halt schauen, ne, ob halt Gitarre speziell da aussticht oder wer weiß. Ne, vielleicht wird ja die Lücke auch anders gefüllt. Ne, also das habe ich jetzt dabei. Ich glaube, dass die Kombination von Gitarre und Jovic im Mittelfeld ziemlich gut funktionieren wird. Es kommt nur darauf an, sage ich jetzt einmal, was da Romanelli für eine Spielweise haben will oder wie es ansetzt, was für ein Spielsystem. Weil er hat jetzt natürlich im Mittelfeld die Qual der Wahl, sage ich jetzt einmal. Er hat dann in der Mitte ein Kitaischwili, er hat einen Dovic, er hat einen Laufritsch, er hat einen Lackner, er hat einen Niederländer. Die, was alle auf den Positionen spielen können. Wobei ist der Niederländer ja außen oder für sich auch? Er ist eigentlich mehr in der Mitte als mehr außen. Er ist mehr der, was den mehr oder weniger Zehner spielen kann. Eigentlich. Ja, spielen kann er natürlich. Ja. Aber von Dingen, glaube ich, halt. Von außen hin gesehen ist er doch, du hast auf der Seite jetzt genauso. Die Qual der Wahl, Ayanji ist jetzt wieder fit worden. Husbeck, ein Lehmer, der was immer mehr aufzeigt, sag jetzt einmal. Gott sei Dank hast du. Also, man hat schon Optionen. Du hast Optionen, was du sagst, das wird nicht so leicht, wenn er dann aufsteht auf die Position. Was ich mir wünsche, und das ist das, was ich auch wirklich sage, ist das, dass wir einmal eine gestandene, fixe Mannschaft haben, weil das war das Problem, was der Vogel gehabt hat. Der Vogel hat immer bei jedem Spieltag die Spieler so ausgewechselt. Einmal stellt er den dorthin, dann stellt er den dorthin. Die haben sie nie so einspielen können. Das war unter Melich die letzten Spiele so. Das war eine gestandene Mannschaft. Da hat es nur gewisse Wechsel gegeben, die was sein haben müssen. Aber die Mannschaft selber war da. Und das also hat das halt schnell, relativ schnell einen Stamm halt. Genau, das wünsche ich mir jetzt. Ne? Also, man wird sehen, was es bringt. Aber ich sage jetzt einmal, dass die zwei Positionen mit Kitaischwili und Lovic im Mittelfeld sicher gesetzt sind. Und bei Michael Vogel war es zum Beispiel auch so, er wollte eigentlich in jedem Spiel unberechenbar sein. Ja. Und es war eben einmal ein 3-5-2 oder einmal ein 5-3-2 oder ein 4-3-3 oder ein 4-5-1. Und klar, dass da nicht irgendwie jetzt eine Linie reinkommen kann und dass da jetzt nicht wirklich Automatismus reinkommen kann. Ja, ich glaube, man muss ja auch sagen, du hast ja für das, was der Vogel spielen wollte, ne, haben wir auch die Spieler einfach mehr. Also, so extrem variable Sachen, das kannst du mit Manchester City oder Bayern oder was spielen. Ne? Da hat es ja die Spieler ein bisschen wieder gesehen bei den Spielern. Wenn er sein neues System probiert hat, hat es überhaupt nicht gefruchtet. Da fahren wir jetzt auf das alte Vordersystem zurückgekommen, da fahren wir, hat es funktioniert. Dann ja, hat er wieder probiert. Ist wieder eingefahren, hat wieder auf das System zurückgestellt, hat wieder super funktioniert. Also, da muss ich dazu sagen, selber schuld. Weil wenn eine Mannschaft das System beherrscht, und wir waren in der letzten Saison mit dem System super. Wir waren unberechenbar, aber wir haben immer das gleiche System gehabt. Und auch, da hat er halt die ersten zwei Partien zum Beispiel auch, das erinnert mich, also sein erstes Match von Mattersburg auswärts. Genau. Und dann da haben wir erzählt, was wir auch beides 1-0 verloren haben. Ja, richtig, genau. Und da waren halt, also was mich zum Beispiel damals auch überrascht hat, wobei ich sage, beim Vogel, für den Cup-Sieg bin ich ihm ewig dankbar. Ne? Also da gibt es für mich nichts. Ne? Aber natürlich war das dann einfach ein bisschen zu viel. Also ich glaube, er wollte halt einfach zu viel für das, was er Material gehabt hat. Dann was ich halt persönlich sagen, was ich sage im Nachhinein jetzt,
dabei, natürlich sind es erst ein paar Partien. Finde ich bei Melich sehr gut, dass er das relativ einfach gestaltet, glaube ich, dass es für die Spieler verständlicher ist. Und es ist ein bisschen in Richtung Froder System schon auch wieder. Ne? Also würde ich zumindest vom Ansatz jetzt einmal sagen, also zumindest, dass du halt diese defensive Kompaktheit hast und halt nicht einmal, nicht mehr wie dieses extreme Variieren. Also, ne? Also einfach, dass er halt schon schaut, dass er seinen Stamm hat. Aber vielleicht noch anders, dass wir die Transfers dann noch anstößen. Wir haben ja noch zwei neue geholt. Jakubowicz, der ist jetzt von Empoli gekommen, einmal bis zur Saisonende. Es soll ja da angeblich eine Kauffunktion geben. Und sonst noch Mensa von den Dosen. Also, ja, das ist einfach nur so eine normale Neue. Ne? Da wäre ich gespannt, was ihr dazu die Transfers sagt. Stefan, was denkst du noch? Ich meine, Testspiele sind Testspiele, gell? Aber die Doppel-Hattrick, ja, jetzt haben gegen Reiz, glaube ich, am 9-0 hat er getroffen. Und gegen, wo der Peter Ibarra jetzt Trainer ist, genau. Ja. Vielleicht ist er ja wirklich der Knipser, den der Kreisliga haben möchte. Ja. Wird sich natürlich zeigen. Ligaspiele sind immer anders. Ja, Testspiele waren immer schon gut. Ja, auf die letzten Jahre, ja. Bevor es dann ins Frühjahr gegangen ist oder nach den Pausen. Ja. Also letztes Jahr haben wir ja mal Basel und Kiew, glaube ich, geschlagen in der Vorbereitung. Ja, war alles ja, super, gell? Aber es ist dann. Und dann in der Liga verlierst du gegen Mattersburg. Das ist ja Test, genau so ist das. Da sollte man nicht so die Erwartungen setzen, weil es wird probiert, es wird geschaut, wie geht's, wie passt's, wie können wir spielen, wer passt mit wem vielleicht zusammen. Und schauen dann probieren, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, dass die Folie spielen oder. Sicher. Ja, so, ich glaube, Peter hat ja auch mal alle jetzt am Deckel gekriegt, ne? Beim Test oder letztens Mal. Ne? Aber eben, darfst du halt nicht für voll nehmen zu viel. Ne? Das ist halt dann die Frage. Ja. Aber so generell kennt sich mit den Neuzugängen, also nehmen wir Lubitsch schon dazu, ne? Aber eben Jakubowicz und Mensa speziell schon anfallen. Ja, solche machen gut. Jakubowicz ist, glaube ich, aus der Austria-Akademie von Kunda. Genau, ja. Dann ist er, glaube ich, England gewesen, dann eben nach Empoli und in der Hinrunde war er bei Empoli eigentlich. Und da war sogar mal an Juventus ausgeliehen, habe ich schon genau, gesehen. Bei Juventus B war er ganz kurz und eben, aber jetzt in der Hinrunde war er bei Empoli trotz dieser Aufstiegssorgen eigentlich zu 90% nur der Bankangestellte. Und ob wir jetzt auf ihm die Kaufoption haben, wäre im Endeffekt, wenn er einschlagen sollte, schön. Und wenn wir es nicht haben, dann wird Empoli sagen: Ja, gepasst, wir wollen ihn verkaufen, aber. Wir wollen halt Summe XY haben und wenn du den nicht zahlst, der wird es zahlen. Ja, klar, das haben wir ja im Sommer oft noch gehabt. Richtig, und mit Ida Mensa muss ich sagen, kenne ich persönlich jetzt nicht, aber auch er war Teil dieser Youth League-Mannschaft. Laut Transfermarkt hat er, glaube ich, 7 Einsätze, wenn ich es richtig im Kopf habe, für Liefering halt jetzt gehabt. Ja, und er war eben auch Teil dieser Youth League-Mannschaft, die was die kleine Champions League gewonnen haben. Sicherlich Potenzialspieler, man aus der Akademie von Salzburg oder aus Liefering kommt da selten was Schlechtes raus. Also die züchten da schon gute Sachen, sag ich mal. Und auf ihn hat man keine Option, schätze ich mal. Das wird natürlich, sollte einschlagen spielen. Und die Salzburger ja eigentlich generell die Spieler eher ohne Kaufoptionen ausleihen. Richtig, aber da will ich eben zeigen, aber es ist schon verständlich, weil, gut, okay, du kannst jetzt nicht eine komplette Rückrunde mit nur einem nominellen Innenverteidiger in Angriff nehmen, weil wenn sich der Schrammel verletzt, was. Ich glaube, dann hast du wieder, kann, dann kannst du wieder noch was hier links hinten einstellen, was ja, glaube ich, nicht unbedingt jetzt so die große Wunschposition aufnimmt. Ey, ich meine, er hat es so gut gemacht, aber man hat schon das Gefühl gehabt, er zieht das da hinten irgendwie an. Beziehungsweise glaube ich halt einfach, dass er das Potenzial ein bisschen verschwendet ist. Ne? Wenn er hinten weil er im Grunde nur Löcher stopft dann. Ne? Und wirklich die spielerische Qualität hat er halt einfach weiter. Und so, eben bei Felipe Ferreira, gut okay, es war sein erster Auslandstransfer, er kam vom portugiesischen Absteiger, vom portugiesischen Erstliga-Absteiger. Hab immer gedacht, dass ja gut okay, muss nichts heißen, weil die Liga in Portugal ist jetzt doch qualitativ schon eine Stufe höher zum Einschreien als unsere. Aber dass das dann wirklich so ein Kollateralschaden wird, hätte ich mir nicht gedacht. Und dass man eben ihn wieder zurück ausleiht zu National Funchal, dann war es eigentlich klar. Und dann eben on top noch die Kaufoption. Also ich schätze mal, dort wieder mehr spielen und wenn es passt, für ihn sportlich und privat wieder zurückbleiben.
Also das heißt, man muss sowieso in die Richtung nichts verraten, die kann sowieso im Sommer schauen. Richtig. Aber Schrammel wird auch nicht jünger natürlich, wobei der mich positiv überrascht hat, finde ich sogar im Herbst. Dann läuft man also, auch aus. Ja, und dann musst du halt schauen, was machst du weiter und alles. Ne? Man generell ist sowieso so eine Frage, bei Mensa war zum Beispiel so ein Thema, was ich so mitgekriegt habe, da streiten sich schon so ein bisschen die Geister. Ne? Ich meine, positionell, klar, du hast jetzt noch Schrammel gehabt, man hat reagieren müssen. Im Winter ist es sowieso auch schwierig, verständlicherweise Spieler zu kriegen, die da gleich mal längerfristig helfen, also Wintertransfers sind immer so eine eigene Geschichte. Aber die Frage ist sowieso, ne? Sollte man, also in Zukunft zum Beispiel, wenn man jetzt da, sagen wir mal, im Zentrum bei uns läuft ja Lovic auch aus. Ne? Also kann ja gut sein, dass Lovic im Sommer weg ist. Sollte man bei so einer Position zum Beispiel wirklich immer extern nachrüsten oder vielleicht einmal probieren umzudecken, soweit es natürlich durchführbar ist, weil das ist immer die Frage sportlicher Anspruch, ne? Und was du halt dann wirklich zur Verfügung hast, qualitativ. Yes. Aber da zum Beispiel geht immer persönlich gut vorstellen an Tobias Koch. Also der hat mir in der laufenden Vorbereitung sehr gut gefallen. Also auch das Testspiel gegen, was war das, gleich Bosen, glaube ich, war er richtig stark war in meinen Augen, also zweite Halbzeit. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Mutter einfach aufbringen könnte, auch die eigene Jugend da wirklich auch setzt. Oder zum Beispiel ein Lehmann. Ne? Meine, meistens kommen sie ja eher dann zum Einsatz, wenn ein paar Verletzte sind, ne? Und es gar nicht anders geht. Und das ist halt die Frage. Ne? Sollte man generell vielleicht doch für die nähere Zukunft, ne? Ein bisschen mehr auf die Jugend vertrauen, aber klar ist dann auch sportlich, wirst du das Level dann wahrscheinlich nicht halten. Ne? Wobei man jetzt sagt, mit einem verhältnismäßig teilen Kader sind wir jetzt, wenn man bessern will, ja im Moment auch noch Sechster. Ne? Also natürlich mit Tendenz da mal nach oben. Aber das ist vielleicht so generell eine Frage, ne? Ob sich Sturm da generell nicht für die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre ein bisschen anders positionieren sollte oder könnte und dann vielleicht ein bisschen mehr angreifen. Ich meine, du hast jetzt ja viel Leidung, was wir auch gegeben haben, von jungen Spielern. Du hast jetzt zum Beispiel an Oliver Philipp einen Wartens abgegeben, der kommt im Sommer wieder zurück, wo es zwar für die Außenbahn mehr ist. Du hast jetzt aber genauso im Kader einen Lukas Fadinger, einen Tobias Koch, so wie du gesagt hast. Du hast dann Florian Ferg, der jetzt auch im Trainingslager mit ist, was ein Mittelfeldspieler ist. Der kleine Amoa ist mit. Genau, das ist der was ein Mittelfeldspieler ist. Also ich glaube, du kannst aus den eigenen Reihen sehr gut nachrüsten. Nur du musst jetzt schauen, dass du im Mittelfeld Führungsspieler hast. Es hilft dann nichts, wenn du einen Jungen einsteigst, der was keine Ahnung hat, nicht weiß, wie gewisse Laufwege sind, wie er passen muss, wie das und das funktioniert. Und da, sagen wir mal, müssen Spieler da sein, die was sagen, okay, die was den Jungen nochmal hernimmt und sagt, so, sicher das Gestandene hast, ne? Jetzt da schauen wir uns einmal das an, das so und so, so müssen wir das und das machen. Also das geht auf jeden Fall her, aber ich glaube auf jeden Fall, dass du mit den Spielern, also mit jungen Spielern auf jeden Fall weiterkommen kannst. Ne, weil ich denke mir halt, also ich habe halt so im Kopf zum Beispiel, nach der Konkurszeit, so die Saison drauf, ich glaube das war so 2007, 2008. Ne? Also so habe ich da damals im Kopf, ich glaube von den Spielern her, wir haben damals einen Haas gehabt, einen Ratovic, ne? Wenn ich es noch richtig im Schädel habe, ich glaube einen Stankovic damals sogar auch noch. Auf jeden Fall hat man da auch so eher ein bisschen eine Mischung gehabt. Man hat schon gestandene gehabt, aber der Unterschied war, die waren halt wirklich dann stark. Also das waren unangefochtene Stammspieler, aber natürlich halt aber aus der Not. Aber gut, okay, du hast halt damals wirklich die Jugend hernehmen müssen. Ja klar, aus der Not heraus, ne? Aber du hast eigentlich die komplette B-Mannschaft damals gehabt. Ey, aber das war quasi diese Buchstunde genau von Jürgen Säubel, Sebastian Böhler und Kinzel etc. Man darf auch nicht vergessen, dass die Truppen aber schon jahrelang immer wieder zusammengespielt hat, die komplette Truppe, so wie es damals dann das A-Team war. Und das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da ist nicht immer einzeln dann einer gekommen. Na ja, sicher, die man hat dann schon von Jahren hin durchgehend gewusst, wie die spielen. Ajanscha, Beicher, die haben gewusst, wie es da zusammenspielen müssen. Ja, die Zwillinge. Ja. Wobei, das haben wir jetzt ein bisschen später, das hat dann schon 19. Saison so drauf, und die haben den Durchbruch dann gehabt. Ja, aber im Grunde, sage ich mal, Sturm hätte in der Richtung, glaube ich, schon gewisse Ressourcen, dass man das halt so hinkriegt, hat die Frage. Eben, weil ich denke mir halt einfach eben gerade, weil der Schultransfer ja relativ frisch noch ist, ne, weil man halt schon denkt, ich meine, für den besten Spieler kriegst du jetzt knapp, sagen wir mal, jetzt 3 Mille, ne, und ob da nicht einfach mehr möglich ist, dass man aber halt wirklich die Spieler, die dann wirklich was wert sind, dann auch, die musst du dann, glaube ich, einfach aus der eigenen Jugend holen, weil man hat eh gesehen, wenn du einen gestandenen Spieler holst, ist er höchstwahrscheinlich, wenn er eine gute Saison hat, wenn es der Pech aus dem Jahr drauf schon wieder weg. Ja. Gibt auch Ausnahmefälle wie der Matic, der war noch einmal im Jahr schon weg. Ne? Ja. Und das sind aber so Sachen, wenn man denkt, du kannst zwar natürlich auch kurzfristig was generieren, aber du kannst langfristig schwer was aufbauen. Ne? Und das, glaube ich, halt, wäre vielleicht gerade für einen Verein wie Sturm mit dieser Kragenweite, sage ich mal, wir sind jetzt nicht der Gigant in Europa, das ist eh klar. Ne? Aber einfach, glaube ich, das ist das Einzige, wo du halt wirklich, wenn du nicht von außen Sponsoren
Sponsorengelder da was richtig stark reinkriegst, wo man halt dann wirklich sich ein bisschen anders aufstellen könnte auf Dauer. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch für die jungen Spieler nicht schlecht wäre, wenn sie das wirklich als Signal kriegen, hey, wenn du gut bist, wenn du die eine hast, du hast die Chance, dass du spielst, also eine reelle Chance. Ne? Und dann keine Lippenbekenntnisse. Und da ist halt die Frage, ne, ob man nicht in die Richtung eher gehen sollte, dass man sagt, man muss natürlich die Fans mit ins Boot holen, das muss klar kommuniziert werden von außen, aber dass man vielleicht wirklich sagt, ne, wir sind jetzt wirklich die nächsten 2-3 Jahre sportlich nicht auf Europa aus, sondern einfach, dass wir uns da ein bisschen mehr, ja, ein bisschen konstant in der Liga etablieren, aber halt die Mannschaft zusammenwachsen lassen, soweit es natürlich möglich ist. Abgänge, spontane kannst du immer natürlich haben, ne? Aber vielleicht wäre es eben auf Dauer ein bisschen eine andere Herangehensweise. Das ist halt leider die Sache, dass wir halt ein erfolgsgeprägter Verein sind. Das heißt, wenn wir zwar schon das hernehmen und sagen, okay, wir setzen auf die Jugend, wir nehmen halt uns jetzt ein paar Jahre zurück, dass das von der, das glaube ich, von der Fanseite nicht akzeptiert wird. Also vom größten Teil jetzt generell. Genau. Ja, kann dann natürlich passieren, das ist klar. Ich denke mir halt, durchführbar wäre es natürlich die Frage, ob der Verein das will. Was ich sehe, glaube ich, geht die Tendenz eher, dass man schauen will, dass man möglichst sportlich erfolgreich natürlich ist. Was ja auch logisch ist, ne? Aber ich glaube, halt, irgendwo muss sich der Verein halt was einfallen lassen. Entweder, dass du halt dann extern andere Sponsoren reinkriegst. Da habe ich zum Beispiel persönlich einfach zu wenig Einsicht, dass ich sage, ne, wie weit ist das realistisch, dass du wirklich mehr Geld einbringst. Ne? Gerade wenn man auch jetzt im Hinblick sieht, die anderen Vereine, der LASK kriegt ein neues Stadion, der Bitte aus, der haben ein neues Stadion, haben sowieso. Alter, ja, genau, Alter, ne? Kann sein, dass das vielleicht auch bald ein Thema ist. Es ist halt leider, dass bei uns die Stadt Graz halt leider nicht hinter uns steht. Das ist leider so. Das Land ja, aber nicht die Stadt selber. Weil es hilft ja nichts, wenn es die Peite zum Beispiel gelesen hat, ein Kommentar, wie man mit Stadion und so weiter, weil das, die Länderspiele jetzt in Klagenfurt und in Salzburg kommen im Juni und im September. Dass man sagt, okay, dort ein Kommentar zum Beispiel, na, warum ist die Stadt Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs, nicht dabei? Na klar, wir haben ein veraltetes Stadion, was immer wieder modifiziert wird, aber nur, ich sage auch so, in 5-8 Jahren kannst du das Stadion wegreißen, weil dann brauchst du das nicht modifizieren, weil dann ist alles weg. Dann ist ganz klar, kommen schon die ganzen Sachen dazu, wie ist halt der bauliche Aspekt so, wie ist halt die Bausubstanz so, und ja, wie gesagt, also in 10 Jahren kann dann sein, dass dann die Hütte schier gesagt, nicht mehr so standfest ist wie stand beziehungsweise, dass ein bisschen vielleicht einfach die Tauglichkeit hat auch für Bundesliga. International ist das jetzt schon, ja, jetzt schon an der Grenze, sagen wir mal so. Es war, glaube ich, damals beim Lizenzantrag war es so, also für die Euroleague-Quali geht in Graz, aber ab dem Euroleague-Playoff für die Gruppenphase um nach Klagenfurt. Genau, ja. Und eigentlich kann es ja nicht sein, dass in der zweitgrößten Stadt, ne, vom Land, dass du da nicht im eigenen Stadion spielen kannst. Ne? Weil es ist ja so, für die Quali-Runden reicht es gerade noch, aber ab dem Playoff hast du dann eben andere UEFA-Vorgaben und die erfüllt die Merkur Arena Stand jetzt noch nicht. Klagenfurt schon. Und ich muss sagen, es ist schade, dass in Klagenfurt das, wie ich finde, schöne große Stadion einfach vor sich hin vegetiert. Das ist richtig schade. Ja, ich meine, da glaube ich, das bereiten sie ja sowieso die Kärntner am meisten, dass sie sich gestellt haben. Ja. Aber gut, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber sicher schade. Eine richtig schöne Fußballarena, ne? Als Sturmfan hat man eh fast noch positive Erinnerungen. Ne? Also ich glaube gar nicht, außer dass man vielleicht zweimal gegen Austria Klagenfurt, nein, nicht Austria Klagenfurt, gegen, wie haben es geheißen, Austria Kärnten hat es mal gegeben. Mhm. Auch 2-8 herum, glaube ich. Ne? Mhm. Da haben sie ja, genau, da haben wir, glaube ich, auch zweimal verloren, aber ansonsten, weiß ich nicht, ich fahre gerne nach Kärnten mittlerweile. Ne? Und vor allem, was ich ja damals irgendwie so aufgeschaut habe, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht. Wie damals der WRC aufgestiegen ist, haben sie von vornherein gesagt, die Spiele gegen die damals Großen, also Sturm, Rapid, Salzburg, Austria und auch Innsbruck, wollen sie von Haus aus an, schon wenn den Fan an Sturm, in Klagenfurt drüben haben. Und eben die Spiele gegen die Kleinen, wie jetzt Admira, Mattersburg, da reicht die Lahn-Arena. So, hat alles passt, wer legt sich quer, die Klagenfurt, Austria. Ja. Leider. Wobei ich muss sagen, gut, wenn wir jetzt da, aber wenn jetzt der WRC, quasi jetzt das so parallel das Stadion nutzen kann oder und nutzen darf, ist das ja eigentlich für die Stadt, für das Land und für den Verein sicherlich Win-Win bis durch hinaus. Aber
Naja. Das ist natürlich die Frage, ne, für die Zukunft. Stadion, aber ist sowieso eine eigene Thematik, da können wir, glaube ich, ein eigenes Video drüber dann auch noch machen. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Eben die, also die Transferphase insgesamt, seid ihr da generell eher zufriedener? Hättet so, sagt ihr, hätte jetzt schlimmer kommen können, weil auch von den Abgängen her, weil Schul, glaube ich, war zu erwarten. Alles andere fällt jetzt nicht so extrem ins Gewicht, würde ich mal sagen. Ne? Und generell, es geht ja noch ein paar Tage, ne? Die Transfer, also der, bis zum Deadline bei uns. Ne? Und die Deutschen, die Engländer haben wir halt alle. Ne? Die Deutschen sind seit 17 Uhr heute fertig, ja. Und wir haben bis 6.2. Genau, ne? Also von dem ist ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Vielleicht noch dann für die Zuschauer. Also bei, wir nehmen heute am Donnerstag auf. Also vielleicht kommt das Video dann erst am Freitag. Da sind die Transfers bei den Deutschen ja schon. Oder eigentlich bei allen fast durch. Ne? Ja. Außer bei uns. Jetzt ist die Frage, rechnest du persönlich noch, oder das frage ich eher den Stefan, der ist da ein bisschen ruhig. Rechnest du persönlich noch damit, dass wir transfertechnisch noch was, dass sie noch was tut bei uns? Also ob jetzt Abgang oder noch Neuzugang. Also knappe Wochen geht es noch. Ne? Zugänge, klar, ich persönlich weniger. Du, glaube ich, bist positiv, dass da vielleicht noch was passieren könnte. Ja. Für welche Position würdest du was wünschen, wenn? Da würde man sich was wünschen. Ich glaube, dass wir fast keine Position haben, wo wir nicht wirklich nur einen Hammerspieler cool finden würden. Ja. Aber ich glaube einfach, dass nichts mehr passieren wird, ganz ehrlich. Das ist zu knapp und ob in der kurzen Zeit was kommt. Aber es sind ja ein paar Spieler am Markt, ja, die nicht uninteressant sein. Und Abgänge, ja. Wir hoffen halt, dass nichts mehr passiert. Ja, ich meine, es gibt ja noch ein paar mutmaßliche Transfers. Ne? Also bei Spendlofer hat man ja noch gehört, sein, ja. So Major League Soccer, die Austria soll interessiert sein, Lovric, aber wahrscheinlich eher so in Richtung Sommer alles. Ne? Bei Marisic weißt du ja eher im Sommer dann auch nicht, was passiert. Ja. Ne? Also da kann natürlich viel sein. Es kann natürlich auch wieder passieren, wenn man Pech hat, dass es wieder einen gröberen Umbruch geben könnte. Wobei ich glaube, das Zentrum, zumindest im Mittelfeld, da bist, außer jetzt bei Lovric, bist du relativ breit aufgestellt im Verhältnis auch. Ne? Also da prinzipiell wäre das Fundament da. Die Geschichte ist halt, die Spieler müssen halt einfach einmal bleiben ein paar Jahre. Ne? Nein, aber jetzt zum Beispiel beim Bandlofer und Lovric war die Situation so, da hat der Kreisler gesagt, da sind die Lovric, möchte noch ein bisschen abwarten. Man, das Interesse von Seite Sturm, das weiß er, das schätzt er, aber das wird man ein bisschen zuwarten. Wie sich das dann in der Rückrunde entwickelt und bei Lukas Spendlaufer war die Vereinbarung, was ich das mitgekriegt habe, so, erst wenn sein Uzi auf der Welt ist, dann wird er weitergeschaut. Findest du prinzipiell das eigentlich die Herangehensweise, also von Günter Kreisler speziell, da bei den Vertragsverhandlungen, findest du das okay, dass man, dass er da anscheinend, natürlich musst du bis zu einem gewissen Grad warten, das ist schon klar, aber letztes Jahr ist uns das dann auch zum Verhängnis geworden. Ne? Natürlich mit einem Alar-Abgang in letzter Minute hat, glaube ich, kaum einer gerechnet, ne? Aber im Endeffekt wurden die Spieler dann auch alle relativ schnell hintereinander dann weg, ne? Ja. Weil halt auch die Verträge nicht rechtzeitig verlängert worden sind, unter anderem, das ist die Frage. Du hast zum Beispiel auch gesehen, dass jetzt ein Dario Marisic-Vertrag oder dass eben einfach seine Verlängerung hat sich wirklich extrem hingezogen. Das hat wirklich schon, das war so quasi das endlose Szenario. Und der Alar-Abgang, das war ein Danke an den Herrn Goldrich, weil das war eben der letzte Vertrag. Ich glaube, mit der Ausstiegsklausel. Und mittlerweile muss man aber sagen, da bitte das super investiert. Sarkasmus-Ende. Ja, das ist Karma, ne? Das Thema, was man aber dazu muss, ist das Thema Botsmann. Da sage ich, hat leider muss ich sagen, wirklich, haben wir richtig eingeschaut. Da gebe ich sehr wohl die Schuld an den Günter Kreisel, weil ich weiß, dass aus anderen Quellen, was da passiert ist, wenn ich so lange einen Spieler hinhalte und so lange keine Entscheidung von oben kriege, und mir ein Spieler so weit egal ist, der was für den Verein, sage ich ganz ehrlich, sehr, sehr viel geleistet hat in die Jahre, wo er da war. So wenig Wertschätzung erfuhr, kann ich das verstehen, dass er in den Verein wechselt, auch wenn es scheiße ist in die grüne Richtung. Aber vom Menschlichen kann ich es verstehen, weil da muss ich ehrlich gestehen, mir hat es alle Haare aufgestellt, wie ich das gehört habe. Für einen verdienten Spieler, der was in der ganzen Saison eigentlich auf der Position gesetzt war, auf der Position ein Hammer war, muss man ehrlich gestehen. Und da muss ich ehrlich gestehen, verstehe ich Günter Kreisel nicht, dass man das vorzeitig nicht schon gemacht hat.
Ich meine, generell so bei den anderen, also natürlich brauchen jetzt nicht alle Sommerabgänger aufzuhören, aber würdest du generell sagen, also war die Herangehensweise gerade letzten Sommer von Günter Kreisel eher die falsche oder offensichtlich eher die falsche? Beziehungsweise was würdest du da anders machen, einfach bei den Verlängerungen? Also wie nach deinem Messen ist es möglich, dass man wirklich halt die Spieler einfach mal ein bisschen frierer halt klar schief macht? Also findest du, wäre es eine gescheitere Idee, einfach sagen, ja, bis zu dem und dem Tag habt ihr Zeit, ne? Wenn ihr da sagt, ich weiß noch nicht, dann schauen wir uns noch eine Satz um. Auf jeden Fall. Also spätestens, sage ich jetzt einmal, in der Winterpause hätte ich gesagt, okay, kann ich mit dem Spieler oder hat der andere Vorstellungen für den, das, was ich habe? Weil ich sage jetzt, der Aller tut mir persönlich nicht weh, weil der so bleibt, wo der Pfeffer hast. Der Jacob genauso, der kann auch bleiben, wo er immer ist. Aber ja, jeder froh, dass der gegangen ist. Ja, der hat einen Millimeter. Aber über einen Botsmann, das muss ich sagen, und der Röcher, das waren für mich die zwei Transfers, die was mir am meisten wettern haben. Weil das waren die zwei Positionen, sage ich jetzt einmal ehrlich, die was uns in der ganzen Herbstsaison gefällt haben. Die was wirklich die konstanten Positionen waren, weil die haben alles gewirkt. Edo Wonschi, es ist so eine 50-50-Chance gewesen bei dem. Ja, wobei du sagen musst, immer bei dem Bonji wird es wahrscheinlich auch ein Doppelse einfach dann gespielt haben. Ne? Also wegen der Fixverpflichtung, wir haben im Jahr, Entschuldigung, wir haben ja im Frühjahr noch ausgehen gehabt. Auch, ne? Ja. Ich meine, natürlich, also ich persönlich habe schon für mich gerechnet, okay, wenn das passt, ne, Ritz ist vor, weiß nicht, was die verloren. Glaube ich auch wiederum, dass das an den Günter Kreisel gegangen ist, wenn ich ehrlich bin. Und glaubst du nicht, dass wirklich die Austria einfach. Nein, glaube ich nicht. Ich hab da irgendwas einmal aufgeschnappt. Der Günter Kreisel hat mit Edo Wonschi ein Gespräch geführt, wie eben sie jetzt er das vorstellt ihm weiterhin. Und da hat eben der Edo Wonschi nur gesagt, er muss abwarten, wie jetzt Rizespor plant, weil die sind ja da aufgestiegen im Sommer. Und ja, also angeblich hat eben Rizespor mit ihm nicht mehr geplant, weil sie haben ein paar Wochen später eh für ein paar Mille einen anderen Stürmer geholt. Also von dem her wird es entweder an der Herangehensweise gehakt haben oder eben der finanzielle Aspekt. Ja, ich meine, ich glaube, das ist gerade eher der finanzielle Aspekt, aber ich meine, sportlich, klar, das kann man jetzt so sehen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du Sturmfeld bist, ne, jetzt neutral. Sportliche Perspektive von der Austria, und wenn du mich fragst, Austria oder Big. Aber ich habe mich gefreut, dass er international spielt. Ne? Natürlich. Nein, ich habe schon beim letzten Betable gesagt, die einzige Entwicklung von eben den Spielern, die nach Wien wechselt sind, ist nicht sportlich, sondern finanziell. Ja, klar. Der einzige Sprung nach oben ist am Landzettel. Wobei man dann alle sagen muss, dass er draußen bei Rapid weniger kriegt als gekauft. Dann frage ich mich ernsthaft, warum er ausgegangen ist. Weniger? Ja. Das warst du als relativ sicherer? Ja. Geh her auf, bist du Depp. Dann stellst du mir die Frage. Weil er hat deutlich ein besseres Angebot von uns gekriegt. Zur Vertragsverlängerung wollte er nicht annehmen. Okay, da ist ja auch um die Laufzeit gegangen. Ja, weil die Laufzeit nur zwei Jahre und bei Rapid hat drei Jahre, da haben wir weniger Kohle. Ja, nein, weil es war ja, glaube ich, laut Laura so, also bei uns hat es geheißen, entweder zwei Jahre und dann die ersten zwei Jahre normal und die zweiten zwei Jahre auf der Leistungsbasis. Genau. Und das wurde angeblich nicht. Ja. Und bei Rapid hat er dann eben bis 2022 unterschrieben. Aber und das ist ein angeblich lukrativer Vertrag. Der Vertrag soll besser sein. Ja. Lukrativ in der Hinsicht, dass er nicht Leistungsbezahlung wird. Ja, nur ganz ehrlich, er hat bei uns eigentlich immer genetzt. Also wo hat er bitte die Angst, dass das irgendwie jetzt auf der Leistungsbasis für ihn ein Nachteil sein könnte? Ich meine, gut, okay, er hat Phasen gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist, aber ja. Er ist ja trotzdem immer wieder aufgestellt worden. Erstens das und zweitens, jeder von uns oder jeder muss einmal finanziell irgendwann am Punkt da sein, wo man einschauen muss, ein bisschen. Und das ist das, was ich ja sage, und das weiß ich aus ganz sicherer Quellen, wie vielleicht andere wissen, ist der Stefan Hilländer ja einer unserer Ehrenmitglieder bei unserem Fanclub. Ich habe mit dem Hilde damals gesprochen, vor dem letzten Spieltag, habe ihm auch die Thematik damals, weil es ja auch letztes Jahr so war, dass ja der Hilde mit sehr, sehr vielen Vereinen in Verbindung gebracht worden ist. Austria, Ausland, ja, als Rapid auch, ja. Und da ist mir ein Satz, was er mir gesagt hat, ziemlich hängen geblieben. Er hat gesagt, wenn du ein junger Spieler bist, wirst du dich beweisen. Wenn du aber schon gestanden bist, dann schaust du dir auch dieses Umfeld an. Was der Verein bietet, was auch so rundherum passiert. Fans, das Standing, was du auch bei den Fans hast. Er hat gesagt, zum Beispiel in Salzburg bist du nur eine Nummer gewesen.
Da bist du nicht mehr gewesen, da bist du nur in einem Interview. Und dann in einem Interview auch gesagt, genau. Wieder zur Sprache gekommen. An den Satz kann ich mich erinnern, das war bei einem Schmocks-Interview, wo er zu uns gekommen ist, in Salzburg und Leipzig bist du nur eine Nummer. Ich denke, genau, da hat er auch so das Film familiäre bei Sturm ein bisschen gekommen. Genau, er hat zu mir danach gesagt, ganz ehrlich hat er gemeint, aufs Geld schaue ich nicht mehr, für mich muss das rundherum passen. Er hat genug Geld verdient, hat er gesagt, das ist ihm nicht mehr so wichtig, hat er gesagt. Für ihn muss das rundherum passen. Und das, muss ich ehrlich gestehen, das schätze ich an den Stefan wirklich wahnsinnig. Die menschliche Seite und auch wie er zum Verein und zu den Fans steht. Und deswegen muss ich sagen, Hut ab, dass er damals diesen 3-Jahres-Vertrag letztes Jahr unterschrieben hat. Also für die quasi kann man so sagen, der Hirländer reicht der Schwarze. Genau so ist es. Was ja wirklich aktuell vom Aussterben bedroht ist, wie weiß ich nicht, was für die Art. Ja, aber ich glaube, in seinem Vertrag gibt es ja glaube ich auch eine Ausstiegsklausel, was ich da so durch die Blumen markiert habe. Ja, das müssen wir bei Michi. Das ist eine Ausstiegsklausel, von der weiß ich nichts. Also das habe ich irgendwann habe ich das auch mit aufgeschnappt, dass in dem Vertrag angeblich auch eine Klausel drin sein sollte. Ja, und wenn, muss man ja nicht ziehen, nicht? Ich muss sagen, bei seinem Berater, der ja nicht gerade sturmfreundlich ist und... Da muss ich auch noch was dazu sagen. Über das Thema haben wir auch noch gesprochen gehabt. Und er hat dann damals zu mir gesagt, sagt er, wenn er aus der Sicht nach der Reihe gehen die Leute alle nach Wien aussehen. Dorthin Austria, dorthin Austria, da hin und her. Das war genau nach der Phase, wo der Checker gegangen ist. Wo er zu mir gesagt hat, sagt, du musst jetzt einmal eins vor Augen führen. Das sind gestandene Spieler da. Und der hat einen Berater, der was ihm aus einer fixen Formation, wo er spielt, was ihm gut geht, komplett ausreißt. Jetzt ist die Frage, warum? Und der hat gemeint, ganz ehrlich, dem geht es nur ums Geld. Und hat er gemeint, in der Hinsicht muss er sich echt überlegen, ob er sich nicht einen anderen Spielerberater sucht. Ja, weil eben seiner, ich meine, ich würde jetzt keinen Namen nennen, aber... Agmeier, das sage ich offenbar dir nicht. Nein, weil Agmeier ist ja zum Beispiel auch, vertritt ja aktuell auch jetzt eben Dzeko, Scholzengeier, Edomonji, genau. Stankovic und so weiter. Und ich habe damals bei Facebook eine Story gesehen von Edomonji, wo er eben mit Frau und Kind mit dem Hagmeier nach Wien gefahren ist und da habe ich schon gewusst, ach, ey. Ich meine, er ist dann nachher nach Barcelona geflogen, von Wien aus in Urlaub. Gut, er hat Urlaub gemacht, wir haben angefangen mit der Vorbereitung und da habe ich schon gewusst, auweh. Aber das erinnere ich mich noch, da haben wir glaube ich sogar noch telefoniert gehabt, das hast du nämlich dann schon gesagt, ja, genau. Bevor das weiß ich nicht, da hast du keiner gewusst und dann, ich glaube, da wird was mit Austria oder irgendwas. Ja, da bin ich eins und eins zusammengezogen, weil wir die wollen. Warum? Weil der Mannschaft hat Führerschein Auto, natürlich, oder? Und warum soll er bitteschön mit dem Hagmeier zusammen nach Wien fahren und nur sich zum Flughafen chauffieren zu lassen und dann in den Urlaub zu fliegen? Niemals. Ja. Glaube ich nicht. Habe ich auch nicht gehabt, ganz ehrlich. Und aktuell hat der Hagmeier zum Glück bei uns nur mehr zwei Spieler, nämlich einen Lovric und einen Giuliani. Verkauft. Schubert war auch Hagmeier. Ja, naja, das ist sowieso ein bisschen eine andere Geschichte. Aber vielleicht, dass man. Ich muss auch dazu sagen, nochmal zu dem Thema zurück. Eli hatte auch ein Angebot von der Austria und er hat es abgelehnt. Nicht. Weil er gesagt hat, ihm interessiert das Angebot nicht. Er fühlt sich da wohl und das interessiert ihn nicht, da sind. Ja, weil eben, also ich bin so generell der Meinung, ein Wechsel innerhalb Österreichs oder halt innerhalb von den Top 4 ist jetzt nur mein finanzieller Karrieresprung, ja, aber sportlich Karrieresprung. Ja, ich meine, bei den Salzburger kann ich von mir das noch verstehen, so ehrlich, ne, weil das sind eine andere Dimension auch von den Bedingungen und alles. Ich meine, wenn du jetzt als Spieler wirklich dauerhaft Euroleague, Champions League spielen willst, dann wirst du leider an Salzburg nicht vorbeikommen, weil die sind trotz allem immer irgendwo drinnen. Aber wenn du jetzt nur rein mehr Geld ausgehst, wie jetzt eben ein Romano Schmitz zum Beispiel, oder jetzt vor ein paar Jahren ein Stefan Steinle, was sieht wie das eigentlich? Ja. Also ich sage ganz ehrlich, sportlich gesehen, ich kann mittlerweile, so gewechselt von Sturm zu Rapid oder zu Austria, einfach schon schwer nachvollziehen. Wenn einer von uns zu Salzburg wechselt, das verstehe ich. Ich muss auch sagen, ich verstehe ja, dass er Weibschi gesagt hat, okay, er geht lieber zu Salzburg, mal schauen, ob er dann spielt dort, weil Sturm war ja auch nicht interessiert stark. Ne? Ja. Aber ja, man muss halt schauen, aber die Frage ist jetzt natürlich auch, wir haben das jetzt relativ ausführlich diskutiert, ne? Wie kann man jetzt aber auch die Spieler halt eben beim Stefan Hirländer
ist einfach für mich Charakterstärke, wenn der sagt, der hat ein gutes Angebot und bleibt trotzdem, was ihm taugt. Ne? Aber wie kann man halt ja, den Rest dazu bekehren, ne? Dass sie halt dann auch mal in Graz bleiben und sich vielleicht überlegen, okay, ich verdiene zwar bei Rapid oder der Austria oder was weiß ich wo, zwar mehr Geld, ne? Aber Sturm ist halt einmalig. Ne? Ich muss halt den Verein perfekt präsentieren und die Gegebenheiten nehmen, so du hast das und das da, das und das kannst du erreichen und zu dem können wir die bringen. Ey, also du musst wirklich von vornherein sagen, okay, passt, Ressourcen bei uns schauen so aus, dann gibt es einmal das. Und ja, das kannst du erwarten. Wir können dich zu dem machen, ist es ein bisschen falsch gesagt, aber du kannst bei uns das erwarten, du kannst bei uns eine Fanszene erwarten, die was trotz allem hinter dir stehen wird. Außer du spülst den Geist der Stiefel zusammen, aber das ist nicht möglich. Und aber was ich auch sagen muss, du musst dir aber auch privat wohlfühlen. So ist es. Bei Familien muss ich wohlfühlen, weil was hilft zum Beispiel eben damals der Fall Masudi vor einigen Jahren, wo eben die Frau sich in Graz nie wohlgefühlt hat und er immer von Paris nach Graz hat pendeln müssen. Das gleiche nehme ich damals im 98er Jahr, damals war es Giuseppe Giannini war. Richtig, das hat auch nicht funktioniert. Das war, der hat immer Heimweh gehabt. Ja. Rom-Legende damals, ja. Okay, eigentlich war das so der Vorgänger von Francesco Totti, wenn es zu wüsst. Kannst du sagen, eigentlich, ja. Richtig. Nein, also ich muss sagen, du musst dich wirklich sportlich und privat so schnell wie möglich und so gut wie möglich integrieren, damit es wirklich bei beiden passt. Und wenn du dich nämlich privat nicht wohlfühlst und da irgendwie was klingt, weil du irgendwas jetzt nicht hast, dann liegt sich das irgendwann einmal aufs Sportliche aus. Also ich meine, wer weiß, bei Ferreira zum Beispiel, ne, kann ja gut sein, dass da vielleicht privat einfach irgendwas ja, passt. Ferreira war mein guter Gast, das war sein erster Wechsel außerhalb von Portugal und das kann man dann auch unter dem Kulturschock aufsteigen. Aber passieren kann sowas immer. Wir haben ja zum Beispiel mit Ovenstar, da hat ja auch ein paar Faktoren gehabt, da hat man, sogar Ablösezahlung, ja. Gar nicht so wenig im Verhältnis. Ne? 600.000. Na eben. Ne? Also von dem. Wobei ich muss sagen, wie damals der Matic verkauft worden oder abgegeben worden oder wechselt ist, bringen wir so Punkt, habe ich gesagt, jetzt bitte, was bringt sich das, wenn man jetzt einen externen holt, wenn man an Lovric hat? Oder eben an Hilfe. Das hat man sich die Jahre hindurchgehend immer wieder gefragt. Ja, weil er ist ja als großes Talent immer wieder richtig beschrieben worden und er hat aber nie bei keinem Trainer irgendwie die Spielpraxis gekriegt. Nein, ich meine, jetzt zum Beispiel, jetzt geht er auf langsam, das merkst du. Das ist das, was er den Melik schätzt. Er ist ein Förderer der Jugend, weil er hat in Neustadt draußen auch noch die Jugend gehabt. Jetzt unter Melik geht er auf, aber jetzt wiederum hat er wohl drüben für den Hand, weil er so passt, ich warte jetzt einmal, wie es früher ausschaut. Ja. Formkurve geht nach oben, ja. Und wenn es passt, dann kann man sich die andere Runde aus. Vertrag läuft ohne Option aus. Jetzt kann natürlich, okay, passt, wie gehen wir jetzt weiter? Aber das ist halt dann die Frage nicht bei solchen Sachen. Eben deswegen, zum einen natürlich musst du eben die Verträge schauen. Ich glaube sowieso, dass es im Moment sicher nicht die einfachste Aufgabe leider Gottes ist, dass du bei Sturm einen langfristigen Vertrag für einen Spieler eingibst. Außer es ist irgendeine Ausstiegsklausel dann wieder mit drin, wie zum Beispiel bei Röcher. Ne? Der ist ja, glaube ich, wie viel? 1,5 Millionen nicht ganz. 1,25. Ja, ist er dann zu Ingolstadt gewechselt? Ja, man muss aber ehrlich sagen, die 1,25 ist auf alle Fälle wert gewesen. Dann hat der Ablösefrei von Mattersburg ja außerdem erwartet. Ja, der hat bei uns eben einen Leistungsrupfer gemacht wie sonst kein anderer. Und dass wird irgendwann einmal das Interesse aus dem Ausland kommen wird, das war nur eine Frage der Zeit. Er selber wollte immer Deutschland spielen. Es ist jetzt zwar nur Ingolstadt geworden, aber trotzdem, es ist. Deutschland. Erstens Deutschland. Und zweitens. Das auch und vor allem, es ist auch eine viel breitere Bühne, wo man es präsentieren kann. Obwohl die Schanzer aktuell. Letzter sind es, ne? Vorletzter. Seit gestern vorletzter. Vorletzter. Ah, also ich denke, also gestern weiß ich nicht, jetzt sagt es mir ja nichts, ich schau mir das da an. Spoiler, sie haben, glaube ich, den Führtags gewonnen. Oder Genf. Ja. Ah, doch, das habe ich gesehen, genau. Ja. Naja, welche da war nicht getroffen, oder? Bank und Bank geblieben. Naja, siehst du, der kann schon wieder zu machen. Also, wenn man den Medien glaubt, oder wenn man Günter Kreisel glaubt, sie wird er weiter beobachtet. Ne? Also, ja, wer weiß, was bis diesem Deadline Day noch passiert. Ja. Ey, trotzdem so leider hat eben der FCI einen mächtigen Hauptsponsor, was halt naja, mit Audi, gell? Audi und auch Mediamarkt als Hauptsponsor, also von dem her, da wird es halt finanziell doch schon etwas besser ausschauen. Aber da ist halt eben die Frage, Erstens, zweitens, da ist eben die Frage wieder gegeben, was hilft das Geld, wenn es die Perspektive auf der sportlichen Seite her wegfällt. Ja klar, man stellt auf einmal,
Ich glaube jetzt auch, dass in der Transferphase nicht mehr wirklich was passieren wird, aber man zum Beispiel beim Röcher, ich könnte mir gut vorstellen, wenn jetzt im Sommer sagen wir, Ingolstadt steigt ab, ne? Ich weiß das gar nicht, ich sage mal, man will es nicht ausschließen, aber klar, Deutsche, wenn du mal in Deutschland bist, dann hast du halt ein Blut gelegt. Das ist dann auch wieder eigentlich mal wieder auf seine Personalie auch draufschmeißen. Und zum Beispiel Sascha Horvath hat bei Dresden überhaupt kein Licht. Nein. Steht zwar im Kader, aber spielt nie. Hat in der Heiligsaison ein Spiel im Pokal gemacht für 73 Minuten, was ausgeschieden sind. Und das war's. Ja, dann leider Gottes auch, wie jetzt bei Sturm, auch. Jetzt den Ball zum Beispiel Rosen gesetzt kriegt, der spielt, ja nicht, also das verstehe ich nicht. Da gibt es auch übrigens das Gerücht, dass das Gerücht mit der Admira, dass ja, ja, das Ausleihen holen. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich an den Horvath seiner Stelle würde mich ganz ehrlich schleichen, weil klar, Dresden ist fan-technisch ein guter Verein, aber was hilft es dir, wenn du nicht spielst? Nein, aber nur kurz fürs Resümee, was sagt uns das, Burschen, an alle Spieler, die jetzt zuschauen, geht's nicht weg, es bringt euch nichts. Bringt euch nichts, ist doch schön. Es bringt euch bedingt was. Bedingt. Nur im Ausland, nicht Inland. Bei der Austria. Genau, ja nicht. Ne? Aber gut, vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss, damit es jetzt nicht zu lang war. Nochmal der Ausblick aufs Frühjahr, wie gesagt, vier Partien sind es, ne? Dann wird geteilt, ne? Dann ist Meisterschaftsplayoff und Abstiegsplayoff. Was glaubt ihr, wie schaut es aus mit unserem Westersturm? Also schaffen wir es zumal unter die ersten sechs, beziehungsweise was ist der Wahlstand jetzt, eine Prognose für die Abschlusstabelle bei unserem Blackies? Also was ist nun möglich für die Saison, Stefan? Fünfter? Okay. Ich sag, es ist möglich, dass du noch auf Platz 4 oder 5 hoffst. Okay. Ich persönlich glaube auch, ich sage Platz 4 ist glaube ich nicht ganz unrealistisch, wenn alles passt. Platz 3 mit ein bisschen Glück, Platz 2 glaube ich ist aktuell St. Pölten, aber ja. Wahrscheinlich werden die jetzt die letzten 4 Runden in dem Tourdurchgang jetzt noch unten durchgereicht, es kann passieren. Und ja, ich meine, gut, okay, klar, jetzt zu sagen, egal, Hauptrunde die ersten 6 kann man auch nicht tun, ist, also ich würde mir wünschen, wenn wir jetzt so auf Platz 4 landen würden und jetzt ein bisschen mehr auf die 3 als auf die 5 schienen werden. Kann man damit leben. Also vierter Platz ist man eh auch gewohnt. Ich bin auch gespannt, ob es Rapid ins Playoff schaffen wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich glaube ganz ehrlich nicht. Weil es kann sie eigentlich nicht. Also haben wir auch nicht so ein leichtes Anfangsprogramm, also ein Restprogramm eigentlich. Man würde ja unser Restprogramm mit Mattersburg, Salzburg, Austria und Lask extremst richtungsweisend, aber gut, Salzburg. Im Prinzip kann Salzburg wurscht sein, brauchst du nichts erwarten, aber im Prinzip kann Salzburg egal sein, weil die haben eine Grundrichtung eh schon gewonnen. Ja. Die haben jetzt 14 Punkte Vorsprung. Ja gut, erster Platz, das ist sowieso. Also, die haben gewonnen, ja, also, das könnte ihnen eigentlich egal sein. Ich glaube auch nicht, dass jetzt wirklich, also Meisterschaft ist glaube ich heuer auch wieder entschieden. Ja, Platz 2 dabei ist der Lars relativ stabil, ich meine, schauen wir mal. Richtig. Aber sonst, ich sage aber von Platz 3 glaube ich bis Platz 6. Etc. ist alles noch relativ offen, außer die Rapid, so wie wir den 6. Platz annehmen, soweit wir um sind. Richtig. Ich meine, es gibt ja viel auf den Punkte drauf an. Wie gesagt, nachdem es geteilt wird, genau, ob das ein 4., 5. oder 6. habe es auch die Punkte sein, irgendwo so, wie sie jetzt eigentlich auch sein, relativ nah beieinander. Ja. Wo man sagt, okay, eigentlich ist dann noch alles möglich. Gell. Also jetzt einmal nach dem Grunddruck, wenn wir jetzt wirklich auf Platz 4 sind, ja, passt geil, wir sind Vierter und dann, wenn die Punkte geteilt werden und dann eben dieses neue Bild da ist, dann ist schon dann die Sache gepasst zum Glücksheim unter die ersten 6. Ja. Erst dann wird dieses. Dann ist die Standortbestimmung ein bisschen anders. Ich meine, das ist ja das erste Mal, dass jetzt mit dem gleichen System. Also ja. Auf jeden Fall, vielleicht noch ganz kurz, bevor wir es wirklich beenden, zur Liga-Reform. Wie seid ihr bis jetzt zufrieden mit dem gleichen System? Natürlich. Interessant wird es erst, wenn die Teilung dann wirklich ist, aber dabei finde ich von der Spannung her ist es auf jeden Fall mehr. Natürlich auch ein bisschen anstrengender, gerade für die Vereine und die Trainer vor allem. Ne? Also, aber von Haus aus ein bisschen mehr Spannung würde ich persönlich sagen. Das ist schon, weil vor allem es ist wirklich von Spieltag 1 bis jetzt Spieltag 22 ist es jetzt extrem spannend, eben über diesen ominösen Strich zu sein. Vor allem für die Großen. Ich meine, gut, okay, jetzt, wenn eben WRC oder St. Pölten, das ist wirklich schon überraschend, dass die jetzt über dem Strich sind. Und alle anderen Großen sollten im Strich sein, aber wie Rapid sind sie es nicht. Obwohl, ich muss ehrlich sagen, es bringt mehr Spannung ein, es bringt mehr Emotionen ein und vor allem, es ist einmal generell was Neues, weil ich da zum ersten Mal eben dieses Video gesehen habe, wie es eben funktionieren wird mit 12 Mannschaften, dann geteilt, dann der. Ich bin davor gesessen, was?
Und dann langsam, okay, passt, der gegen den, so und so und so. Ja, aber ich glaube, schon sehe, wenn du das jetzt auch zwei Jahre mal hast, dann ist es eher, als ob es nicht was anderes gesehen. Vor allem zum Beispiel in Belgien machen sie das so, in Dänemark machen sie das so. Also von der Größenordnung geht es ja eigentlich auch passen. Richtig. Ist nicht von der Richtung. Was sagst du so zum gleichen Liga-System? Bist du generell zufrieden damit oder sagst du, naja, man hätte das alte Rund noch gehalten können? Nein, auf keinen Fall. Also ich sag, wenn man es heute gehalten hätte, hätte man die Liga noch mehr aufstocken müssen, dass ein bisschen mehr Spannung reinkommt. Mit 10 Mannschaften spürst du oft gegen die ganzen, das hat kein Flair mehr gehabt, das war keine Spannung mehr drin und du hast das auch gesehen. Bei gewissen Partien war einfach ein Stadion leer, weil sie sich gedacht haben, ja, das ist schon jetzt einfach schon ein bisschen. Das fünfte Mal gegen den Gegner da interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Und jetzt hast du eigentlich die Spannung, was natürlich, wie du auch gesagt hast vorher, gewissen Trainern zum Opfer gefallen ist, weil du musst in einer kurzfristigen Zeit Leistung bringen und die Mannschaft dorthin führen. Wenn du es nicht bringst, bist du schneller weg, als du das Namen sagen kannst. Und was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist das, natürlich, wie du auch gesagt hast, die richtigen Mannschaften müssen oben sein. Weil du hast dann natürlich, glaube ich jetzt persönlich, wenn du oben bist und du hast mit alle vier großen, Salzburg, Austria, Rapid, Sturm, LASK nehmen wir als fünften noch dazu. Angenommen, Innsbruck wäre noch dabei, dann hätten wir sechser. Ich glaube, du hättest bei allen Spielen volles Haus. Ja, weil das wäre ein richtig geiles Meisterschaft. Weil du einfach von der Fanbase her die meiner Meinung nach sechs größten Fanbases Österreich hast und da ist ein Stadion, kann man mit Abstand sagen, sicher bombenvoll. Ja, da geht es um alles, da geht es um jeden einzelnen Punkt, wenn du oben bist. Ja. Das ist also, ob es für die Liga gesamt gut ist, weiß ich jetzt nicht, weil was passiert in der Rückrunde mit denen, was unten sind. Gell? Jetzt haben wir schon eine Liga, wo vielleicht 2.000, 3.000 Leute in manchen Stadien sind und wenn ich da unten mitkrebs, ob da. Klar, wobei man ja sowas unten, du kannst aber glaube ich sogar von unten noch Europacup kommen. Ja, ja, also das letzte von der Meistergruppe schon gegen den ersten der Quali-Gruppe. Ja. So, das macht es wohl noch mal spannend, aber es ist halt bei uns die Liga hat halt das Problem, dass man manche Mannschaften halt fast überhaupt keine Fanbase haben. Ne? Und für die wird es halt zart, wenn sie unten sind. Das muss man einfach so sehen. Für die, die oben sind, dann wieder vollkommen recht. Das wird, also wenn wir es schaffen sollten und davon hoffentlich gehen wir aus, wird es eine geile Geschichte. Ne? So, ja, und eben vor allem ist halt auch die Diskussion geben, ja, man steckt auf eine 16er Liga, wird man haben, ja. Hätte man es ja nicht leisten können, dass du erstens die Bundesliga da bist, dann hast du gerade. Aus der aktuellen zweiten Liga gibt es vielleicht zwei Vereine oder drei Vereine maximal, die was sie diesen Spielbetrieb in der Bundesliga hätten leisten können. Man kann okay, 16er Liga ist zum Beispiel in Russland, haben zu nur jetzt 30 Spieltage, aber da spielst du wirklich nur einmal daheim, einmal auswärts und das war's. Ja, aber gerade die Russen haben auch finanziell, glaube ich, ein bisschen andere Möglichkeiten zeitweise. Ja. Gewisse Clubs, kommt ja, drauf an. Ja. Also ich denke jetzt eher so was, die St. Petersburg, ja, Moskau, Weihnachten. Der ist aber so weiter nach unten da. Ja, FC Ufer und wie soll ich heißen. Ja, da ist dann schon Klammer mit Geld. Nein, aber auf jeden Fall bei uns, du schaffst dann einmal 16 Vereine zum Zusammenkratzen, die jetzt eben das Geld haben für den Spielbetrieb. Um Liga 1 und wenn sie das Geld hätten, passt das Stadion nicht. Oder das Spielniveau. Oder das Niveau ist im Eimer. Also eben, also die drei Faktoren, die müssen jetzt sowieso passen. Also muss einmal Faninteresse da sein, ne? Ja. Leisten muss das da können und die Infrastruktur muss halbwegs da sein. Ich meine, gut, du hast einen Verein immer noch in Mattersburg in der Bundesliga. Ne? Naja, ich kam mir da in ein Spiel 1 in Krödig, weil ich mir gedacht habe, ich bin am Enterwald. Danke. Weil Krödig, das. Wie gesagt, ich meine, Krödig, das ist wirklich ein uriges Stadion gewesen, wo der TV-Turm der Maltlich krank war und da hast du schon gewusst, was du haben bist. Das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, na gute Nacht, ich meine. Da war halt das Interesse von der Bevölkerung also nicht so das Besondere, die wollten auch das Ganze nicht. Nein. Ich meine, ich muss sagen, der neue Gästesektor, der war dann im Endeffekt hat richtig gut ausgeschaut, der neue Rosen hat richtig schön ausgeschaut, aber trotzdem. Noch wohl Millionen. So ist es, was ja angeblich nicht von den Bull finanziert worden ist, aber Hauptsache, seine Firma hat einen Rosen gelegt, aber das ist ein anderes Spiel. Ist verringert worden? Naja, das ist dann auch wieder ein bisschen. Nein, okay, das Problem ist, der Stadion hat dann im Endeffekt China ausgeschaut, aber es hat keinen interessiert. Das gleiche, wenn du jetzt an einer Ziegen aus der Korn ziehst. Es bleibt ein Ziegen. Schaut zwar besser aus, aber es bleibt im Endeffekt ein Korn. Und ich glaube, mit diesen Worten, mit diesen schönen Abschlussworten können wir uns dann verabschieden.
Also Burschen, ich sage mal großes Danke, dass ihr alle euch die Zeit genommen habt und eben hier teilgenommen habt. Und ja, ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zur heutigen Folge beim Black Table sagt. Was ist eure Meinung dazu? Transferpolitik? Schaffen wir es, das Frühjahr endlich mal positiv anzugehen und mal ohne Fehlstart durchzukommen? Und. Wie seht ihr die Zukunft unseres Clubs? Ich würde, wie gesagt, nochmal danke in die Runde sagen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei den Lions TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.